Willkommen zum Video. Herzlich willkommen alle. Und zwar heute gibt es ein Thema hier drunter mit einer Lego-Tram. Und zwar viele, da stehen alles so drunter. Da habe ich so einen Artikel gefunden, der auch hier alles unter uns drunter steht. Das ist uns, vor uns da drunter steht. Und zwar da die. Und zwar hier so einen kleinen Beitrag gefunden. Und zwar hier, dass ja die Kunden würden ja, dass es nicht weggenommen nicht ist. Das heißt, die Linie ist nicht weggenommen. Das heißt, die existiert ja noch. Das heißt für uns, wir können die Linie existiert ja noch, die RT9. Da steht auch der RT9, der Name auch das Namen RT9. Auch natürlich von der Strecke Kassel nach Dreisat. Auch kann man wieder auch machen. Das heißt auf guten Klartext, man könnte auch wieder einsetzen. Das heißt, man könnte ihn wieder einsetzen. Aber natürlich, dass sowas da drunter steht, was da so alte Fahrgäste, das der oder so hat, da auch so gefahren haben, da mal gesehen, da könnt ihr auch, wenn ihr beispielsweise nicht verarschen wollt und so, könnt ihr einfach den Namen mal kopieren. Ich will es mal kopieren, weil ich kann es mal kopieren, warte. Und zwar, ich hab das noch nie. Und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt hier geht, auf Bilder klickt, dann haben wir diese Bilder. Und zwar, ich habe dieses Bild ja gemeint. Dieses Bild, das war stand da außen vielen Jahren. Da steht auch die Quietschi. Viele Jahre auch gestanden. Könnt auch mitfahren. Aber jetzt gibt es keine Quietschi bei uns. Für uns fahren aktuell. Es gibt aktuelles noch Bild. Ich glaube, es gibt kein aktuelles Bild von diesen beiden, glaube. Nö. Das heißt, das ist so. So sieht das die Tram aus. Das andere auch. Das heißt, es steht natürlich drunter, die Linie ist noch verfügbar. Das heißt, wir können aktuell die Tram wieder einsetzen. Das heißt, die schau mal in, das ist super, der ist so perfekt. Und die ist Fahrphysik, das ist sehr gut. Aber jetzt müssen die ganzen Leute das Ganze ja zustimmen und das Ganze auch ja Öffentlichkeit machen. Das muss man natürlich auch, wie das organisieren könnt. Und so, dass es das heißt, alles hier natürlich, die ganzen Leute, die in Lego-Tram fahren, die tun jetzt alle im Kassel fahren, alles durch die Stadt. Und das heißt, Straßenbahn bedeutet auch, dass die Straßenbahn auch für Stadt auch geeignet ist. Auch auf die Schienen, dass ich euch das gezeigt habe. Also, das Fahrzeug hat auch, kann auch Schienen fahren. Das ist immer möglich und ja, hat auch einen Dieselmotor. Und ja, könnt ihr einfach Dieselmotor, hat auch Strom und so. Dann muss eigentlich alles funktionieren, alles super laufen. Dann muss eigentlich perfekt laufen. Dann kann man es wieder organisieren. Den Artikel verlinke ich euch. Hier verlinke ich euch den Artikel, wo es hier runter scrollt, einfach runter. Da steht alles hier drunter mit oder fügt das irgendwo ein. Und dann könnt ihr es euch mal lesen oder so. Oder mal ab welche Abschnitte mal. Ja, dass ihr das, das heißt. Ja, sind ein paar technische Probleme mit den Lego-Trams. Da gibt es immer ein paar Probleme, aber die kann man ein paar lösen, aber welche nicht. Das ist ein bisschen klarer, weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Und natürlich würde ich mir wünschen, in diesen Jahren, es war natürlich, der hat immer die Linie gefahren. Der hat auch täglich gefahren. Manchmal, du fährst ja auch hier. Bestimmt, du fährst ja von hier. Brauchst nicht so lange, ich das weiß. Du brauchst mit dem normalen Zug nicht so lange. Also das heißt, du kannst auch gut ankommen. Das andere, das könnte auch so sein, dass so kann man noch einen anderen Antrieb auch hinpacken. Das heißt, kann man noch zwei Stück damit auch kuppeln. Natürlich gibt es ja auch natürlich nicht so viel Bilder. Also ihr seht ja schon, dass ihr nicht so viel Bilder habt. Es gibt auch noch, das ist ne, da ist noch sowas. Das ist so, sieht das auch andere Physik aus. Das sind auch andere, da können wir auch die andere Position. Ja, das sieht. Jetzt geht's. Die Seite kannst du nur zeigen. Okay, hier sieht das Ganze, so sieht das Teil aus. Da, so sieht das Teil aus. Von der Seite kannst du mal zeigen. Ja. Welche Seite?
das ist alles bald gleich. Das ist alles gleich. Und damit, ja, würde ich sagen. Das ist auch natürlich im Bahnhof, hier seht das Ganze auch im Bahnhof. Und wenn ihr zum Beispiel Bilder habt, da. Die ganze Fahrgäste, die eingestiegen haben. Ja, das ist doch ganz gut. Kann man natürlich auch die Linie auch wieder organisieren. Das bedeutet aktuell wieder besorgen. Ihr könnt die Linie auch wieder besorgen. Das heißt, ihr könnt wieder fahrbar machen. Das heißt, dann müssen die Fahrgäste auch noch zustimmen, dass jetzt hier auch fahren wollen. Wenn man zum Beispiel das jetzt nur veröffentlichen tut oder einfach nur fahren, dann kommen nicht zu wenig Fahrdings. Leute, mit den gern Dingen fahren wollen, dann müssen die auch hier zustimmen. Das ist sehr wichtig. Wenn wir das nochmal machen wollen, dann müssen wir das Ganze auch zustimmen. Das ist wie ein Parlament. Ihr müsst einfach bildlich vorstellen. Also, ihr wird was veröffentlicht, das wird auch gemacht. Dann wird es auch mit hier, mit dem Ding auch dann klappen. Sage ich vorweg 100%. So. Würde ich sagen, beende ich hier. Das ist dann mein Beitrag zu der RT9.